Das Fadenkreuz ist das Zielkreuz, das du siehst, wenn du durch ein Zielfernrohr schaust. Im Fachjargon wird das Fadenkreuz auch Absehen genannt. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Absehen, je nach Einsatzzweck. Die ersten Zielfernrohre hatten sehr einfache Absehen, meist einfach ein Kreuz oder eine spitz zulaufende Nadel. Ja, nach und nach wurden aber auch die Absehen immer komplexer und es wurden zum Beispiel Skalen für die Entfernungsberechnung hinzugefügt. Auch die Zielfernrohrtechnik hat sich weiterentwickelt. Heute gibt es schon Zielfernrohre, die einen eingebauten Entfernungsmesser, einen ballistischen Computer und ein dynamisches Absehen haben. Schau dir doch einfach mal mein Video über das Burris Laserscope an. Da stelle ich nämlich so ein Zielfernrohr vor.